Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Heute machen wir was ganz Besonderes, nämlich Fotos mit der lieben Eva. Tada! Hi! Und wir ziehen heute ein bisschen einfach spontan durch Karlsruhe und suchen passende Locations zu ihrem Outfit. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Gerne. Mein Cosplay, der Charakter heißt Shinku und er ist aus einem Manga und Anime namens Rosen Maiden. Und in dem geht es darum, dass 8 Puppen erschaffen wurden und die kämpfen darum, wer die Beste von ihnen ist. Für mich ist, glaube ich, ein Fokus, dass die Bilder relativ ästhetisch sind, aber gleichzeitig auch dadurch, dass diese Puppen, die gibt es schon unglaublich lange, die wurden vor sehr, sehr langer Zeit erschaffen und sie wachen immer wieder auf und müssen immer wieder um ihr Leben quasi kämpfen. Die aktuellste Geschichte ist halt in Japan, im modernen Japan. Aber ich finde halt einen kleinen Blick in die Vergangenheit, glaube ich, ganz schön und ich glaube, Karlsruhe ist ein unglaublich guter Ort dafür. Sehr gut, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja, okay, gerne. Let's go. Okay, ja, und dann haben wir auch schon losgelegt und zwar in der Espresso Bar in der schönsten Straße in Karlsruhe, nämlich in der südlichen Waldstraße. Da habe ich übrigens auch mein geliebtes Büro und ist praktisch so mein Zuhause und deshalb möchte ich euch in diesem Video einfach so ein paar Background-Infos geben, auch zu den Locations. Das ist ein Hinterhof von der Espresso Bar, mega schön in der südlichen Waldstraße. Auch gut zum Fotografieren und wenn man das mit der Gabi abspricht, auch gar kein Problem. Ja, hier seht ihr die Fotos, die dabei rausgekommen sind. Und die Lichterketten konnten wir auch super gut in Szene setzen. Ja, dann ging es nach draußen und zwar auf die andere Straßenseite zu Maribel, weil da diese schöne Pflanze hochwächst und die gut zu ihren Klamotten passt. Und damit das ein bisschen sauberer aussieht, beziehungsweise damit wir keine Logos sehen, habe ich dann mit KI ein bisschen aufgeräumt und die Schilder weggemacht und ein bisschen mehr Pflanzen hinzugefügt. Und wie ihr seht, ist es sehr impressive, vor allem das mit den Rosen. Und ja, war gar kein Problem. Ich konnte einfach nur anklicken, aber teilweise ist es natürlich vom Look her schon ein bisschen crazy. Dann haben wir nochmal die Straßenseite gewechselt. Ja, wenn ich von irgendwas versessen bin, dann von Licht in den Augen. Ja, wenn ich von irgendwas versessen bin, dann von Licht in den Augen. Das war sehr schwierig für sie, weil es war einfach Mittagssonne und ultra krass. Also Eva, Respekt an dich, dass du das durchgehalten hast, auch mit den Kontaktlinsen. Richtig krass. Was ihr übrigens auch sehen werdet, ist, dass ich ab und zu die Falten von dem Rock, von dem Reifrock weggemacht habe, damit das Ganze ein bisschen runder aussieht. Ja, wir haben uns dann auf die nächste Location zubewegt und zwar diese hier, diese schöne Tür. Wie ihr seht, ist da ein Auto vorne dran, also ich konnte nicht direkt vorne dran, musste so schräg fotografieren und nebendran sind auch noch Mülleimer. Deshalb war das so ein bisschen Aufwand, das alles hinzukriegen mit KI. Ich habe es aber so fotografiert, dass es relativ einfach gehen müsste und hier seht ihr auch so ein bisschen den Bearbeitungsprozess. Ja, hier sieht man auch wieder die Bearbeitung von dem Reifrock. Und da habe ich dann einfach schön fröhlich angestückelt. Und ja, hier seht ihr die Vorher-Nachher-Bilder. Hat so ein bisschen so einen Hobbit-Charme, finde ich jetzt. Und sie spielt ja einen Puppencharakter und sie wirkt dadurch auch ziemlich viel kleiner, finde ich, gerade auch mit dieser runden Tür. Sieht es ganz passend aus zu dem Thema. Ja, dann sind wir weitergezogen für diese schöne Tür, wo ich dann noch das Fahrrad weggestellt habe, weil das ein bisschen im Weg war. Und dann will ich euch hier den Prozess auch nicht vorenthalten. Also wir haben aufgeräumt, den Boden sauber gemacht und Pflanzen eingefügt und das Bild gerade gezogen, weil wir natürlich auch eine perspektivische Verzerrung hatten. Und hier gibt es noch mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Das eine mit den Rosen finde ich ziemlich cool. Ist natürlich ein bisschen extrem, ich weiß, aber ich finde es halt trotzdem cool. Und ich neige einfach dazu, Bilder so ein bisschen schräg zu fotografieren. Das mache ich richtig oft. Ich merke das währenddessen nicht. Und wenn ich es dann nachher angucke, denke ich so, Sandra, was stimmt mit deiner Optik nicht? Und das konnte ich natürlich auch gut ausgleichen. Ja, dann nächster Location-Tipp ist das schöne Café Matz. Da kann man auch wunderschön co-worken und guten Kaffee trinken, kann ich auch empfehlen, macht Spaß. Da haben wir mit KI einfach ein bisschen aufgeräumt und das Bild wieder mal gerade gezogen, weil ich wieder mal einen Knick in der Optik habe. Ja, so sahen die Fotos dann auch. Dann sind wir noch ein bisschen weitergezogen zur Schule da in der Nähe, weil da eine schöne Tür war und haben einfach ein paar bewegte Posen gemacht und hier auch sehr schwierig. Ihr seht, es war sehr, sehr viel Licht von oben, weil es direkt in der Mittagssonne war. Fast schon ein bisschen zu dunkle Augen, aber das Licht
fällt noch okay, finde ich. Ja, dann hat Michelle diesen schönen Blumengarten entdeckt. Den haben wir natürlich gleich für uns noch eingesetzt. Und ihr seht wieder, ich lasse sie immer mit dem Gesicht nach oben gucken, weil das Licht krass von oben kommt und wir sonst einfach dunkle Augen haben. Aber ihr seht hier, es funktioniert zum Glück. Weil Puppen ja manchmal etwas kleiner sind, versuchen wir jetzt diesen Miniaturlook so ein bisschen zu kreieren mit einem zusammengebauten Porträt aus mindestens 9 Bildern. Und wir wissen jetzt nicht, wie es nachher aussieht, aber wird schon hoffentlich passen. Okay, gut. Let's go. So ist super. Okay. So, jetzt halten. Ja, bei diesen gesteckten Porträts macht ihr einfach mehrere Bilder. Die könnt ihr dann nachher in Lightroom zusammenfügen. Und es gibt halt diesen Miniaturlook, weil ihr die Unschärfe habt, wenn ihr halt, als wärt ihr näher rangezoomt, aber ihr steckt sie zusammen. Deshalb gibt es diesen einzigartigen Look. Und ja, das haben wir auch ausprobiert. Das hat auch funktioniert. Und dann waren wir einfach noch ein bisschen im Park unterwegs und haben noch ein paar Fotos gemacht. Die möchte ich euch an der Stelle auch nicht vorenthalten. Genau, da fällt teilweise das Licht auch sehr schön. Und zu guter Letzt sind wir noch zum Schloss gezogen. Und da hat es dann aber auch leider ziemlich angefangen zu nieseln und ist richtig zugezogen. Also habe ich dann mit KI noch ein bisschen einen schönen Himmel auf die Bilder eingefügt. Allerdings damit auch die Form des Schlosses verändert. Das kann man jetzt blöd finden, kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem hat mir der etwas nicht ganz weiße Himmel doch schon besser gefallen. Ich hatte dann sogar noch mein gestecktes Foto, aber das gefällt mir vom Look überhaupt gar nicht gut. Also ich wollte es euch nur nicht vorenthalten. Und ja, hier haben wir schon das letzte Bild. An der Stelle danke an Eva fürs Mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder mir einen Daumen hoch gebt oder einen Kommentar schreibt. So, ja, Karlsruhe begrüßt uns gerade nicht mit Sonnenschein, sondern mit Regen. Deshalb sind wir jetzt auch durch soweit. Aber wir haben auch schon verschiedene Locations geschafft und waren hier beim schönen Schloss unterwegs und auch ein bisschen bei der Stadt und haben einfach verschiedene Hintergründe mit einbezogen, weil der Eva war das sehr wichtig, dass wir einfach verschiedene Bilder haben in verschiedenen Situationen. Und es ist auch ganz cool, weil wir heute Sonne hatten und Wolken und alles, was man sich vorstellen kann. Also haben wir eine gute Bandbreite. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Ergebnisse haben euch gefallen. Vielen Dank an Michelle fürs Filmen, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.